Gutes Timing. Benzinkanister. Oh, dann mal los. Das sollte reichen. Hey, ich bin's. Boza sagt, ich sollte nicht mehr herkommen. Er fragt, wozu das gut sein soll und vielleicht hat er recht, ich weiß nicht. Neulich hat's ihn ziemlich übel erwischt. Wir trafen auf ein paar Rapper, die ihm den Arm verbrannt haben. Sieht echt böse aus. Ich hab so eine, wie heißt das, mobile medizinische Einheit aufgebrochen und ihm sterile Verbände besorgt. Und ich hoffe, dass es reicht, weißt du. Aber Boza, naja, er sagt, alles ist gut, aber ich glaube das nicht. Die Wunde sieht echt scheiße aus. Weißt du, das Ding ist, es war meine Schuld. Ich habe sein Leben riskiert für ein Ersatzteil.
Ein Teil für ein Bike. Es war nicht mal wichtig. Copeland, der Penner, hat das Bike ohnehin zerlegt. Ich habe ein Jahr an dem Bike gebastelt. Es hätte dir gefallen. Es ist nicht so schön wie das, auf dem du fahren gelernt hast, aber für mich war es okay. Weißt du noch, dieser Tank, den du für mich lackiert hast? Tja, das war das letzte Teil von meinem alten Bike und jetzt ist er auch weg. Sobald es wieder läuft, also mein Bike meine ich, und es Bosa besser geht, fahren wir nach Norden, in Neustadt. Hier sind all diese Erinnerungen, zu viele Erinnerungen. Ich glaube, ich will sagen, dass ich vielleicht nicht mehr komme, weißt du.
ist das scheiß Nest? Es ist hier irgendwo. Okay. Off. Ich kann's riechen. Es muss in der Nähe sein. Müsste gleich um die Ecke sein. Noch ein Nest. Halt mal los. Das kann ich brauchen.